Kochen 31.07.2018 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. 300 Gramm Roast Beef am Stück, Klammer auf ohne Fettdeckel und Sehnen, Klammer zu, minus 2 Exaliter Pinienkerne, minus 350 Gramm Süßkartoffeln, minus 8 Exaliter Olivenölsalz, Pfeffer 2 T1 Zitronensaft, 2 Schalotten, minus 2 Exaliter Kapern, minus 40 Gramm Ital. Hartkäse, Klammer auf, zum Beispiel Parmesan, Klammer zu, fein gerieben, minus 1 Deciliter Zitronenschale abgerieben, eine Prise Cayennepfeffer, minus 2 Exaliter Rotweinessig, minus 1 Exaliter grober Senfzucker, minus 100 Gramm Kirschtomaten, 1,5 und Schnittlauch, minus 100 Gramm Wildkräutersalatmischung, 4 kleine braune Champignons, 4 T1 Creme Fraiche, außerdem Metallring, Klammer auf 8 cm 0 Klammer zu. 1. Fleisch in K 3 mm dünne Scheiben schneiden, auf einen Teller geben und im Eisfach 30 anfrieren. 2. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett anrosten und abkühlen lassen. 3. Süßkartoffeln schälen und in ca. 5 mm große Würfel schneiden. 1 Exaliter Öl in einer Pfanne erhitzen und die Süßkartoffeln Scheiben schneiden, flach auf einen großen Teller legen, von einer Limette den Saft, Klammer auf, bis auf 1,5 Deciliter Klammer zu, und abgeriebene Schale mit 2 Exaliter Sesamöl verquirlen, gleichmäßig über den Fisch gießen und zugedeckt im Kühlschrank 10 Minuten ziehen lassen. In der Zwischenzeit 300 Gramm Wassermelone schälen und ebenfalls in sehr dünne Scheibe schneiden, Klammer auf, ähnlich groß wie die Fischstücke, Klammer zu, 200 Gramm marinierten Daikonrettich, Klammer auf, Asialaden, Klammer zu, mit einem Spiralschneider in lange Spaghetti schneiden und auf eine Platte oder vier Tellern anrichten. Zander-Sashimi und Wassermelonenscheiben daneben verteilen. 2 Deciliter Wasabi-Paste mit 2 Exaliter Mayonnaise glatt rühren, mit einer Prise Salz und restlichem Limettensaft abschmecken. Kleckse davon neben dem Sashimi auf der Platte verteilen. Mit 2 Exaliter Sojasauce beträufeln und mit Shiso-Kresse von je 1 Beet violetter und grüner Shiso-Kress garniert sofort servieren. Pro Portion 11 Gramm E, 16 Gramm F, 6 Gramm KN gleich 220 Kilokalorien, Klammer auf, 923 Kilojoule, Klammer zu. Knoblauchzehen, Kirschtomaten oder 4 bis 5 Strauchtomaten, 1 große rote Zwiebel, 6 bis 8 Stiele Basilikum, 2 Exaliter Rotwein oder Weißweinessig, 1 Deciliter brauner Zucker, Salz, Pfeffer. Erstens Brot in Würfel schneiden und mit 2 Exaliter Olivenöl in eine Pfanne goldbraun rösten. Knoblauch zerdrücken und kurz mit rösten, sobald das Brot Farbe annimmt. Zweitens Tomaten waschen, klein schneiden, Zwiebel in Ringe schneiden. Basilikumblätter von den Stielen zupfen, ein paar für die Garnitur beiseite legen, den Rest mit der Küchenschere in Streifen schneiden oder zerzupfen. Brot, Knoblauch, Zwiebel, Tomaten und Basilikum in einer Schüssel mischen. Drittens, für das Dressing Essig, Zucker und restliches Olivenöl in einem verschlossenen Schraubglas mixen oder in einer Schüssel verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und über den Salat gießen, mit den Basilikuri unterstrich Blättern garnieren. Pro Portion, Klammer auf, bei 4 Klammer zu, 7 Gramm E, 16 Gramm F, 40 Gramm KH gleich 346 Kilokalorien, Klammer auf, 1450 Kilojoule, Klammer zu. 2 Knoblauchzehen, 1 Zwiebel, 300 Gramm Rinderhackfleisch, 1 Deciliter rosenscharfes Paprikapulver, 1 Deciliter gemahlene Kreuzkümmel oder Ratsehl, Hanout, Salz, Pfeffer, 1 Deciliter Chilipulver nach Belieben, Thymian gehackt, außerdem 4 Haselruten oder Metallgrillspieße, Grill, Knoblauch und Zwiebel fein würfeln, mit Hackfleisch und den Gewürzen gut vermischen. Die Masse vierteln und in der Dicke einer Wiener Wurst auf 4 lange frische Haselruten oder Metallgriffspieße drücken und grillen. Pro Portion 32 Gramm E, 22 Gramm F, 4 Gramm KH gleich 350 Kilokalorien, Klammer auf, 1470 Kilojoule, Klammer zu. 2 Fische, Klammer auf, zum Beispiel Dorade oder Forelle, Klammer zu, Salz, Pfeffer, eine Zitrone, 2 Deciliter Butter und Petersilie oder 4 Stiele Thymian oder 2 Rosmarinzweige, 2 Knoblauchzehen nach Belieben, 211 Olivenöl, außerdem Fischbräter, Grill. Erstens Fische gründlich auswaschen und trocken tupfen.
die Bauchhöhlen kräftig mit Pfeffer und Salz würzen, Zitrone halbieren, in Spalten schneiden und leicht über den Fischen mit der Hand auspressen, mit je 1 Teelöffel Butter und Kräutern in die Bauchräume legen, Knoblauch andrücken, halbieren und ebenfalls in die Bauchräume legen, Fische außen kurz vor dem Grillen mit je 1 Teelöffel Olivenöl bestreichen, mit Salz und Pfeffer würzen, zweitens Fische in den Fischbräter legen, mit ausreichend Abstand von der Glut ca. 15 grillen. Wenn sich die Rückenflossen leicht herausziehen lassen, sind die Fische gar. Proportion 40 Gramm E, 13 Gramm F, 1 Gramm K, 289 Kilokalorien, Klammer auf 1215 Kilojoule, Klammer zu. Baguette mit Rotkohlslawe und mariniertem Lache Zubereitung, 30 Minuten 1,5 kleine Rotkohl minus 1 Exaliter frischer Ingwer, Griebensaft von 1 Limette Salz 1, Bund Frühlingszwiebeln 3 Viertel, Bund Koriandergrün minus 50 Milliliter Mirin minus 2 bis 3 Exaliter Sesamöl minus 250 Gramm Lachsfilet minus 2 Exaliter, neutrales Öl zum Braten minus 60 Milliliter Sojasauce minus 2 bis 3 Exaliter süßscharfe Chilisauce, 1 I3 AGOte, Klammer auf 250 Gramm Klammer zu, Radieschensprossen 1 Beet rote Schissokresse erstens Rotkohl putzen und in feine Streifen hobeln oder schneiden. Mit Ingwer-Limettensaft und 1 Teelöffel Salz in eine Schüssel geben und mit den Händen, Klammer auf, mit Küchenhandschuhen arbeiten, Klammer zu, 2 bis kräftig kneten, Klammer auf, damit der Kohl weich wird und Würzaromen besser aufnimmt, Klammer zu, 2. Frühlingszwiebeln putzen, waschen, da, weiße und hellgrüne, in feine Scheiben schneiden. Von einem 1,5 Bund Koriandergrün die Blättchen von den Stielen abzupfen und grob hacken. Beides zum Gz geben und untermischen mit Mirin und Sesamöl, würzen. Drittens Lachsfilet waschen und trocken Tupferöl, in einer beschichteten Pfanne erhitze Filet darin von beiden Seiten ca. 2 scharf anbraten, vom Herd nehmen mit Soja und Chilisauce, ablöschen und kurz darin gar ziehen lassen. Anschließend 2 Gabeln grob in Stücke zupfen. Viertens das Baguette waagerecht halbieren, schräg in Stücke schneiden, mit Rotkohl. Salat und Lachs belegen, zum Garnieren mit restlichem Koriandergrün Radiesknesprossen oder Schissokresse, bestreuen Proportion 229 E 199 Farad, 47 Gramm Kh gleich 484 Kilokalorien, Klammer auf 2031 Kilojoule, Klammer zu. Grubtenbrot mit Spinat Peto und Kräuterbeidlingen für 4 Zubereitung, 30 Minuten minus 150 Gramm Babyblattspinat 1 und glatte Petersilie 10 Stiele Thymian, eine Knoblauchzehe Saft und Schale von 1,5 Zitrone minus 50 Milliliter Olivenöl minus 35 Gramm Ital. Hartkäse, Klammer auf, zum Beispiel Parmesan, Klammer zu, fein gerieben plus 30 Gramm gehobelt zum Garnieren minus 2 bis 3 Exaliter gemahlene Mandeln, Salz, Pfeffer, Zucker, 4 große Kräuterseitlinge, Klammer auf, 200 Gramm, Klammer zu, 1 rote Chilischote, eine Knoblauchzehe minus 3 bis 4 Exaliter neutrales Öl zum Braten, 3 Stiele Thymian, Blätter abgezupft 3 Stiele Salbei, Blätter abgezupft 3 Zweige Rosmarin, grob zerzupft 4 dicke Scheiben Krustenbrot. Erstens für den Pesto Spinat waschen, verlesen, gründlich trocken schleudern, Petersilien und Thymianblättchen abzupfen, Knoblauch schälen und alles mit dem Zitronensaft fein pürieren, erst ganz zum Schluss das Öl und die Zitronenschale zugeben. Geriebenen Käse und Mandeln unterrühren, bis eine dicke Paste entstanden ist, mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Zweitens Pilze putzen und längs in Scheiben schneiden, Chili in Ringe und Knoblauch in Scheiben schneiden, Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen, die Pilze darin von beiden Seiten 2 bis goldbraun anbraten. Nach dem Wenden Chili, Knoblauch und Kräuter mit in die Pfanne geben und die Pilze mit Salz und Pfeffer würzen. Grubtini mit Antipati und Burrata für 4 Zubereitung, 30 Minuten 1 rote Paprika 1 und Frühlingszwiebeln 2 Knoblauchzehen minus 200 Gramm Cherrytomaten 2 Zweige Rosmarin minus 6 Exaliter Olivenöl minus 50 Milliliter Acetobalsamico Salz,
Pfeffer 1 Oliven CIA Butter minus 6 Hexaliter Olivenöl 1/2 Pfund Rucola minus 200 Gramm Burrata 1/2 Topf Basilikum Crema di Balsamico erstens für das Antipasti-Gemüse Paprika waschen, vierteln entkernen und in Streifen schneiden. Frühlingszwiebeln putzen waschen das weiße und hellgrüne, in Ringe schneiden. Knoblauchzehen schälen und in Scheiben schneiden. Cherry-Tomaten von den Rispen lösen und waschen. Rosmarinzweige in kleine Stücke zupfen. 2 Hexaliter Olivenöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen, die Paprikastreifen darin 2 bis anbraten. Dann Knoblauch, Frühlingszwiebeln, Cherry-Tomaten und Rosmarin zugeben und weitere 2 bis braten, bis die Tomaten zu platzen beginnen. Mit Aceto Balsamico ablöschen, mit Salz und Pfeffer würzen. Beiseite stellen. Zweites, das Brot schräg in 2 cm dicke Scheiben schneiden, diese auf ein Blech legen und mit dem restlichen Öl beträufeln. Unter dem Grill im Ofen ca. 2 goldbraun anrösten, etwas abkühlen lassen und auf eine Platte verteilen. Mit Rucola belegen und das Antipasti-Gemüse darauf verteilen. Burrata abtropfen lassen und in kleine Stücke zupfen. Die Burrata-Stücke und ein paar abgezupfte Basilikumblättchen auf dem Gemüse anrichten. Mit Crema di Balsamico beträufeln und servieren. Proportion 13 Gramm E, 43 Gramm F, 39 Gramm KH gleich 607 Kilokalorien, Klammer auf 2550 Kilojoule, Klammer zu. Geröstete Brioche mit Skoau-Creme für 4 Zubereitung, 15 Minuten minus 250 Gramm Quark, Klammer auf 40% Fett, Klammer zu, 4 Schokoküsse 1 Pk. Vanillezucker 4 Stiele Minze minus 20 Gramm Butter 4 dicke Scheiben Brioche minus 100 Gramm Erdbeeren minus 100 Gramm Mandarinenfilets Klammer auf aus der Dose Klammer zu minus 2 Hexaliter Schokospäne erstens für die Creme den Quark mit den Schokoküssen und dem Vanillezucker in eine Schüssel geben und gründlich mit einer Gabel mischen Klammer auf dabei auch die Waffelböden zerbrechen Klammer zu. Minzblättchen von den Stielen abzupfen, die Spitzen für die Dekoration aufheben. Die größeren Blätter fein hacken und unter die Creme rühren. Zweitens Butter in einer beschichteten Pfanne zerlassen, die Brioche-Scheiben bei mittlerer Hitze von beiden Seiten circa goldbraun anrösten. Drittens Erdbeeren waschen, putzen und in Scheiben schneiden. Mandarinen im Sieb abtropfen lassen. Viertens die Brioche-Scheiben auf Teller verteilen, mit Quark bestreichen und mit dem Obst belegen. Mit Schokospänen und Minze garniert servieren. Proportion 11 Gramm E, 19 Gramm F, 45 Gramm KH gleich 412 Kilokalorien, Klammer auf 1727 Kilojoule, Klammer zu. Ruinentuten mit Schokocreme und Salz Zubereitung, 10 Minuten minus 50 Gramm Haselnusskerne 4 Scheiben Rosinenstuten minus 100 Gramm Doppelrahm Frischkäse minus 2 Hexaliter Nutella, weich minus 20 Gramm, gehackte Pistazien minus 1 Teraliter Meersalzflocken erstens Haselnusskerne grob hacken, dann in eine Pfanne ohne Fett bei milder Hitze unter gelegentlichem Wenden anrösten. Auf einen Teller geben und abkühlen lassen. Zweitens Rosinenstuten im Toaster oder in eine Pfanne ohne Fett von beiden Seiten anrösten. Abkühlen lassen. Mit Frischkäse und Nutella bestreichen. Haselnüsse und Pistazien auf den Broten verteilen und mit einigen Salzflocken bestreuen. Proportion 9 Gramm E, 23 Gramm F, 30 Gramm KH gleich 374 Kilokalorien, Klammer auf 1570 Kilojoule, Klammer zu. Kleine Pita-Brote mit Bananenhummus 6 und Pulletchen für 4 Zubereitung, 25 Minuten minus 150 Gramm Hummus, Klammer auf Natur, Klammer zu, 1 große Banane minus 1 Teraliter Currypulver, 1 große Hähnchenkeule, Klammer auf, fertig gegrillt gekauft, ca. 300 Gramm mit Knochen, Klammer zu, 3 Frühlingszwiebeln minus 2 bis 3 Hexaliter Teriyaki-Soße minus 1 Teraliter Poolbiber minus 2 Hexaliter Sesamöl, 4 Salatblätter, Klammer auf zum Beispiel Lolo Bionda, Klammer zu, 1 Handvoll Baby Mangold, 8 Füsalis, 4 kleine Pita-Brote, erstens für die Creme den Hummus mit 1/2 Banane und dem Currypulver, in einer Schüssel pürieren, Klammer auf oder mit einer Gabel zerdrücken und mischen, Klammer zu, restliche Bananenhälfte in Scheiben schneiden.
Zweitens, das Hähnchenfleisch vom Knochen lösen und mit zwei Gabeln in feine Fasern zupfen. Frühlingszwiebeln putzen, waschen, das weiße und hellgrüne, in Scheiben schneiden. Mit dem Fleisch in eine Schüssel geben, mit Teriyaki-Soße, Pulbiber und Sesamöl mischen. Drittens, Salatblätter waschen und trocken schleudern, Lolobionda in kleine Stücke. Es zupfen. Physalis aus den Blatthülsen lösen, waschen und halbieren. Viertens, Pita-Brote nach Packungsanleitung kurz im Toaster oder Ofen erwärmen. Dann vierteln und jedes Stück mit etwa Salat, Hummus und Hähnchenfleisch belegen. Mit Bananenscheiben und Physalis garnieren. Pro Portion 21,9 × 25 g/F, 30 g/kcal = 445 kcal (1865 kJ).